Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute zusammen einmal die Story-Quest-Reihe um die Schlacht um Darkshore anschauen. Und dazu habe ich schon mal auf meinem Alicha eingeloggt und wir sind hier, wie ihr seht, Patchstand 8.1, gerade heute frisch live gegangen. Und hier haben wir eine kleine Eule, die uns eine Quest gewährt. Da hat nämlich Tyrande höchstpersönlich uns quasi die Eule geschickt. Und wenn wir das Ganze abschließen, also die komplette Questreihe, dann bekommen wir erstmal die Nachtkrieger freigeschalten. Das ist ja so eine bisschen Abwandlung der Elfen. Ich könnte dann theoretisch meinen Elfen hier auch mit so schwarzen Augen und Gedöns machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten das durch. Ihr seht, das ist auch accountgebunden. Finde ich ganz schick, dass sie das mal hier auch in der Quest gleich anteasern, was man denn dadurch bekommen kann. Als allererstes nehmen wir die Quest hier an und wir müssen jetzt nach Stormwind gehen. Und wer jetzt vielleicht gar nicht weiß, von was ich rede, beziehungsweise was das hier alles bedeuten soll, es gibt jetzt eine neue Warfront seit 8.1, und zwar an der Dunkelküste. Und mit dieser Warfront ist halt auch dementsprechend eine kleine Questreihe verbunden. Sowohl die Allianz als auch die Horde müsste eine Questreihe haben. Die Horden-Questreihe kann man, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht spielen, weil die gerade die Warfront haben, aber die Allianz-Variante. Und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und dazu müssen wir jetzt einmal nach SW zum König gehen. Oh, und schon mal dahinter. Ich habe euch extra ein bisschen den WoW-Sound lauter gemacht, falls ihr jetzt ein Hordenspieler seid, das selber nicht basteln könnt oder nicht spielen könnt, dass ihr quasi hier so ein bisschen die Story am Rande mitbekommt. So, das können wir eigentlich... Können wir das zumachen? Ich kann es nur verankern. Naja, egal. Sollte jetzt nicht derartig stören. Das schieben wir einfach hier hinten. Das ist ein Insel-Addon, das ich mir geholt habe, um so ein bisschen den Loot zu tracken. Ist ganz nett. Man braucht es aber nicht wirklich. So, also wir latschen jetzt einmal hier zum König rein. Oh, seid gegrüßt. Die neuen Wachen machen was her. Und wo haben wir ihn denn hier in der großen Menge? Haben wir zumindest Maiev stehen, die ich fast nicht anklicken kann. Ah. Die Richterinnen haben ihre Augen überall. Ja, und jetzt müssen wir... Eure Pflicht rufen. Bitte zeigt dem Champion, was vorgefallen ist. Oh. Okay, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir ihn anklicken und er zeigt uns ein Video, oder? Oh, jetzt kommt ein Video. Ich wünschte, die Dinge liegen anders, hohe Priesterin. Aber neben den Fronten in Arati und Sandala können wir uns keine Dritte an der Dunkelküste leisten. Mein Volk will Taten, keine Ausflüchte. Wir legen nicht die Hände in den Schoß, während die Horde unser Land entweiht. Ihr habt mein Wort. Wir werden Tel Drassil zurückerobern, bevor der Krieg vorbei ist. Aber wir haben kaum noch Ressourcen und viele Opfer zu beklagen. Habt noch ein wenig Geduld. Nein. Wir werden nicht länger warten. Tyrande. Wir werden die Toten rächen. Und Sylvanas zeigen, dass sie noch nicht gewonnen hat. Und wenn die Allianz uns nicht helfen will, werden wir uns selbst helfen. Okay. Nicht schlecht. Jetzt merkt man erstmal so ein bisschen Zwiespalt. Die Armee zur Dunkelküste aufgebrochen. Sie will sie der Horde eigenhändig entreißen. Ich verstehe. Champion, unsere Truppen in Suldasar haben ihren Angriff noch nicht begonnen. Mit eurer Hilfe könnten wir an beiden Fronten erfolgreich sein. Okay. Was habt ihr zu berichten? Okay, jetzt müssen wir das Portal nach Darnassus nehmen. Wo ist das? Zumindest auf euch können wir zählen. Tyrandes Schiff wurde zuletzt in der Nähe des Soram-Strandes gesehen. Lasst uns dort beginnen. Okay, okay. Anduin, auf ein Wort. Warte mal. Natürlich. Ihr wisst, dass ihr immer offen mit mir reden könnt. Die Nachtelfen haben mein Volk vor unserem Fluch gerettet. Sie nahmen uns in Darnassus auf, als unser Königreich gefallen ist. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie sie dasselbe Schicksal ereilt wie einst uns. Gilneas wird an ihrer Seite kämpfen. Ich will mich euch nicht widersetzen, aber ich fürchte, wenn ich den Befehl nicht gebe, wird sich Mia ohne mich in die Schlacht stürzen. Ich verstehe, Gen. Möge das Licht mit euch sein. So, jetzt können wir los. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Du hast die Quest schon, willst los und dann kriegst du die Story nicht mit, ne? Na, das ist nix. Gut, okay, haben wir das auch noch mitgekriegt. Der Gen ist auch auf unserer Seite.
Und wir müssen jetzt das Portal quasi nehmen. Stimmt, da war ja jetzt ein Portal rüber, weil ja unser schöner Baum abgefackelt wurde. Und da müssen wir jetzt mal als nächstes hin. Mal gucken, wie lang die Story-Quest-Reihe ist. Wie gesagt, man kriegt halt diese ja, schwarzen Augen und ich glaube ein bisschen eine dunklere Hautfarbe soll man als Elf dann auch auswählen können. Also sprich nicht nur neue Elfen, sondern beim Barbier soll man das anscheinend ändern können. Und das werden wir tatsächlich machen. Ne? Also das ist ja hier mein Ali-Main-Char quasi. Der ist ja Elf und ja, da würde ich sagen, das gucken wir dann, sobald wir die Questreihe durch haben, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, dala, wo war das Portal? Da, wo ein Haufen Spieler rumgammeln. Einmal aufs Portal geklickt und ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich habe ja auf der Hordenseite schon gesehen, dass da ein Worldboss, glaube ich, am Start ist und man hat auch einen Haufen World Quests jetzt, sowohl im Arachi als auch jetzt an der Dunkelküste, wo man so Marken erwirtschaften kann, also wirklich einiges zu tun hat. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier in der Dings auch schon der Fall ist. Ach, schau mal an, was haben wir denn da hinten von Goblins? Okay, wir kommen jetzt uns aber erstmal um die Questreihe, also wir sind jetzt hier und jetzt müssen wir wohin? Ach, wir müssen da runter, okay. Soll ich mir das jetzt mal kurz angucken? Also es interessiert mich jetzt aber schon, warum ist denn jetzt hier eine Goblin-Anlage? Okay, sonderlich viel ist da aber nicht. Gut, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die Questreihe. Okay, das hat anscheinend ein bisschen größere... What the fuck? Okay, da kann ich... Also du kannst nur hier raus? Ernsthaft? Okay. Der Baum sieht schon cool aus, oder du merkst halt, dass es jetzt nichts mehr ist, wo man hinfliegen kann, ne? Sondern dass es nur so ein Artwork ist. Das merkst du auch, wenn du weiterfliegst, ne? Dass der so ein bisschen stehen bleibt. Naja, gut. Aber sieht auf jeden Fall schick aus. Jetzt mit dem Halt, der ist mir auch noch nicht aufgefallen, ne? Also das macht echt was her. Ich muss sagen, früher habe ich die Nachtelfengebiete immer echt ungern gequestet, weil man halt ja irgendwann in so einem Trott drin war, alles lila Wald und es war irgendwann ätzend, aber so, jetzt hat das irgendwie ein ganz anderes Flair, ne? So dieses Dunkle. Vor allem, wir haben ja eigentlich mitten am Tag, ne? Also, wo ich das jetzt hier aufnehme, 16 Uhr, ist jetzt nicht, dass es schon Nacht wäre. Man hat hier aber halt anscheinend durchgehend jetzt so einen Nachtzyklus quasi. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwas mit Ilune zu tun hat. Da bin ich jetzt in der Story nicht weit genug drin, aber anscheinend, gut, das heißt ja auch Dunkelküste. Oder war die Dunkelküste schon immer dunkel? Fragen über Fragen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber zumindest hat das auf jeden Fall hier nochmal einen ganz, ganz eigenen Flair. So, und wir müssen jetzt wirklich einmal hier ganz nach unten fliegen. Warum haben wir denn eigentlich ein Portal, das uns da hochbringt, wenn ich dann echt nach unten muss? Aber sonst sehe ich jetzt hier noch nicht sonderlich viel. Ich muss mal gucken, ob die Mobs jetzt hier zumindest... Doch, die sind sogar 121 sind die hier, die Worgen. Schattenhammer, okay. Also ich bin wahrscheinlich auch in einem eigenen Phasing jetzt, ne? Schätze ich mal, weil die Mobs werden... Oder scannen die Mobs... Würden die Mobs hier scalen von 1 bis Max? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, ich bin in einem eigenen Phasing. Wobei ich hier letztens mit einem Low-Char unterwegs war, ne? Und der war im selben Phasing wie mein Main-Char. Und das hat mich ein bisschen gewundert, ne? Ich dachte, ich bin mit einem Low-Char quasi in einem Phasing, wo hier nichts angetastet ist. Aber dem war nicht so, ne? Also da war auch das Zeug kaputt, obwohl ich ja mit dem Low-Char hier das nicht gespielt habe. Oder ich konnte es ja gar nicht spielen, der Char war Level 20 oder so, ne? Also da war ich schon ein bisschen überrascht, dass ich mich, dass ich quasi meinen Char gesehen hatte. Aber ich glaube, bei dem Char war der Baum noch aktiv. Also, weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, dass man trotzdem einander sieht. Ist auf jeden Fall vorteilhaft, weil wenn ihr dann im eigenen Phasing steckt, kann es teilweise auch ein bisschen nervig sein, muss ich sagen. Vor allem, wenn man dem Twink helfen will. Oder zumindest, was davon übrig ist. Was ist das hier? Oh. Sie muss es zerstört haben, um Verfolger abzuschütteln. Ja, oder es wurde, oder die Verfolger haben es zerstört. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Überall. Ich höre. Ruft nach Hinweisen. Okay, jetzt müssen wir mal nach Hinweisen. Ach halt, wir haben sogar noch eine zweite Quest. Also wir müssen nach Hinweisen nach... Ach, und irgendwas töten. Okay. Wir sind nicht allein hier draußen. Ach, die hat einfach ihren Bogen flacken lassen. Steht Wache. Wir gehen erst weiter, wenn wir die Gegend durchsucht haben. Was ist denn das hier jetzt? Ich habe so einen extra Button. Was macht der? Ach, da ist so eine Eule, die lässt so ein bisschen schneien. Okay. Ich habe so eine Party-Eule am Start. Aber gut, für Seren sieht das ganz nett aus. Also, Tyrann des Bogen haben wir schon mal aufgeklappt. Mal gucken, was finden wir als nächstes. Was ist denn das hier? Ein Fisch. Ach nee, das war irgendwie so ein Nachtsäbler-Zeugel. Das war kein Fisch. Ich dachte, das ist ein Fisch. Was müssen wir da? Und dann auch irgendwas Foliant der Kaldorei. Okay.
Ich habe kein Ziel. Warum lässt sie denn ihren Bogen flacken? Was ist denn mit ihr verkehrt? Die Eule hat anscheinend nicht viel Abklingzeit, ne? Also die können wir sofort wieder einsetzen. Wo haben wir den Foliant? Der Kaldorer ist der da drin in dem Schiff? Ah, ja genau. Das Schiff ist auseinandergebrochen, sieht total kaputt aus, aber der Foliant, der bleibt da drin flacken, ne? Ist klar, Blizzard, ist klar. Was machen wir damit jetzt? Also ich weiß nicht, der Bogen ist ja irgendwo so der größte Hinweis. Ich wäre da hinten weitergelaufen. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, okay. Und jetzt müssen wir einfach hier noch welche umboxen, oder was? Ja gut, hier waren irgendwie nicht sonderlich viele, ne? Aber es sind auch alles Rogues, ne? Also, das... Ah, tja, man sollte, glaube ich, nicht fliegen. Ah, schau mal, man kann sie auf... Oder mal, kann ich vielleicht auch mit dem Feld die aufspüren? Wie viel habe ich denn? 3. Ich brauche insgesamt jetzt noch 2. Sind hier vielleicht noch ein paar mehr? Hier so. Ach, das muss ich casten, den Scheiß. Warum muss ich denn das casten? Kann die Eule das nicht machen? Ah, schau, wir haben noch einen aufgedeckt. So, einen brauchen wir dann noch. Ist natürlich blöd, wenn man über alles drüber fliegen kann. Ja gut, die fressen schon übelst die Mobs hier. Und ich mache jetzt 15% mehr Schaden mit jedem Zauber. Mhm. Mit jedem Spell mache ich mehr Damage als Guardian. Das ist ganz praktisch. Ach, schau mal, wir haben noch einen gefunden hier. Komm mal her. Come to me, bro. Ja gut. Also, ne? Viel Single-Target hat man als Tank noch nie gemacht, aber naja, man merkt schon. Ein bisschen was mehr ist es schon. Ist das etwa die Schildwachen stehen bereit? Oh, jetzt haben wir wieder das Phasing geswitcht. In der Tyrande einer Dunkelküste. Alte Ritual durchzuführen. Das wird sie umbringen. Okay. Wir müssen sofort zur Dunkelküste aufbrechen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich habe anscheinend irgendein Event-Szenario, keine Ahnung, was gestartet. Oh, Phase 1. Oh, nice. Champion, mit mir. Wir haben nicht viel Zeit. Ach, das ist cool. Ja. Okay, Ritual sprecht ihr, Majew? Oh. Wer ist die Nachtkriegerin? Sie ist die Verkörperung von Iluns Zorn. Auch nur dem Ritual beizuwohnen würde uns in Lebensgefahr bringen. Und das einzige Leben, das Tyrande riskieren möchte, ist ihr eigenes. Möge Ilun über sie wachen. Das klingt cool, aber wir können hier nicht fliegen. Ah, ich wusste es. Deswegen ist das hier auch ein Szenario. Ilun. Hat sie über uns gewacht, als Tedrassil brannte? Wir dürfen nicht den Glauben an die Göttin verlieren. Das ist genau das, was die Horde will. Syrah, ihr späht die Küste aus, während der Rest von uns landeinwärts dringt. Wir werden Tyrande finden und euch in Laudanel treffen. Wie ihr befehlt. Laudanel. Ilun sei mit euch, Schwester. Sollen wir denn nachlaufen? Tyrande sucht das Auge von Ilun. Zuletzt wurde es hier in Obedin verwahrt. Sie haben versucht, sie aufzuhalten. Damals konnte man hier oft freudiges Gelächter hören. Oh. Nun herrscht hier nur noch Totenstille. Hier entlang. Oh, das hat ja die Horde nicht zerstört. Das war ja Deathwing, oder? Stationiert. Also von denen. Überlebenden die Schreie. Irgendwo da hoch müssen wir. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen abspeeden kann, wenn ich da schon direkt an den Punkt laufe, ne, der markiert ist. Aber gut gemacht, dass man ein Szenario hat, das gefällt mir. Die Wächter bleibt in Bewegung. Das waren bestimmt nicht die letzten. Das glaube ich auch. Oh, was haben wir denn da? Ein Katapult. Das möchte ich mir holen. Warte mal, das kann ich sogar anklicken, ne? Ist der einzige Weg. Schaut euch auf den Dorfplatz um. Okay. Champion! Oh nee. Solchen Katapult. Ja, dann lass mich halt kaputt machen. Ah, ich hab's kaputt gemacht. Wunderbar. Lasst uns hoffen, dass Tyrande noch dort ist. Das sieht aber schon ganz schön verseucht aus. Also diese neuen Models, du merkst das halt, wenn du früher mal durch die Dunkelküste bist, hier mit den die Brücken und das ganze Zeug, das sieht schon wesentlich besser aus. Früher war, also die Nachtelfengebiete, die waren schon richtig krakelig, ne? Also die waren schon hardcore krakelig. So, Phase 3. Hab ich Phase 2 übersprungen? Ihr kommt gerade recht. Die Banshee-Königin will eure Köpfe, Nachtelfen. Macht schnell. Ich muss noch einen Wald verseuchen. Ach gut, Maya Spott. Jetzt wollte ich gerade hier Inka ziehen und die wegleaven, aber nein. Okay. Warte mal. Da man die nicht angreifen kann. Ich... sage jetzt voraus, da wird jetzt gleich Tyrande wahrscheinlich kommen und die wegspringen, oder? Weil sonst könnte man die doch sicher angreifen. Ich spare jetzt meine Inka mal, falls ich die doch noch cleaven kann gleich.
Jetzt schauen wir mal. Gut, das Gebiet ist relativ groß, ne? Also wahrscheinlich musst du sogar bis da hoch zum Dorf. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Man sieht jetzt... Ach nee, Phase 3 von 12. Ich wollte gerade sagen, man sieht nicht, wie viele Phasen es sind, aber es sind 12 Phasen. What the fuck? Es ist heutzutage so schwer, gutes Personal zu finden. Oh, da sollen wir vielleicht rausgehen. Und jetzt? Verseucht sie! Was? Bleibt zurück! Ihr werdet sterben! Jetzt? Okay, Maiev hat sie gekillt. Rache ist eine mächtige Waffe. Ja, eine saure Frau sollte man lieber in Ruhe lassen, ne? Wartet, hört ihr das? Überlebende. Wo? Also ich höre keine Überlebenden, aber gut. Das sieht nicht nach Überlebenden. Oh, ja nice, da kann ich nicht reinkleven. Bitte lass mich da reinkleven. Ja. Inka-Time! Nein, mach die doch nicht alle weg. Jetzt ziehe ich meine Inka für nichts. Was ist denn mit dir? Weißt du, ich spare die ganze Zeit meine Inka auf. Ja, komm. Ich hab Inka laufen. Ich muss cleaven. Wie retten wir die? Ach, die muss ich anklicken. Komm. Inka läuft. Ich muss los. 7 Sekunden Inka. Weißt du, das kommt endlich mal der E-Mobs, ne? So, da warte ich die ganze Zeit drauf und dann ballert die um. Was soll denn das? Ich bin außer Reichweite. Ja, super. Jetzt ist die Inka ausgelaufen, ne? Also mal bitte. Wie viel muss ich denn retten? 7. Mal gucken, ob mich das abbricht, wenn ich die Mobs hier nehme. Naja, gut, das bricht ab. Warte mal, kriegt irgendwie... Wo sind jetzt meine 2 Follower hier? Die wollen nicht mehr mitkämpfen, oder? Oder sind die... Ne, die sind hier nicht dabei. Jetzt habe ich den Boss auch noch geaddet. Vielleicht kriege ich ja das Mount da hinten. Der sieht echt gut aus, der Säbler. Der sieht echt richtig gut aus. Aber ich meine auch, dass man einen Säbler hier auf jeden Fall als Mount gekriegt hat. Weiß jetzt nicht, ob das danach ist oder ob man den irgendwie durch Marken kaufen konnte. Das muss ich mal nochmal nachgucken. Aber ich meine, irgendwo einen Säbler-Mount gesehen zu haben. Naja, komm, ich habe doch hier genug. Also ich nehme mal dieser Esh-Allah. Das müsste wahrscheinlich der Säbler sein, oder? Heißt der so? Esh-Allah. Also quasi der Pokémon-Trainer hier. So. Ja, doch, das macht was her. Wobei der oh mein Gott, irgendwie, weiß ich nicht, dieses Herz ist irgendwie ein bisschen verstörend. Am besten noch mit meiner Katze dahin, weißt du? So, Phase 6. Wo ist Tyrande? Ihr ist alles andere egal. Für sie zählt nur noch das letzte Ritual am Brunnen der Reinheit. Brunnen der Reinheit. Warum ist dieses Ritual so gefährlich? Legenden besagen, dass Ilun unseren größten Kriegerinnen einst ihren Zorn verlieh, um Kalimdor zu beschützen. Die stärkste unter ihnen wurde durch ein heiliges Ritual zu ihrem Avatar, der Nachtkriegerin. Sie garantierte stets einen schnellen Sieg. Seit jener Zeit hat niemand mehr das Ritual überlebt. Eluns unbändige Macht war zu viel für sie. Da ist sie. Elun, dein Volk hat dich geliebt. Wie darf ich helfen? Doch du hast nur aus der Ferne zugesehen, als es qualvoll starb. Jahrtausende habe ich dir gedient. Aber heute Nacht komme ich nicht als Jungfer, Mutter oder Priesterin. Jetzt will ich dir nur dienen, wenn du mir Gerechtigkeit verschaffst. Oh, nicht keine Jungfer mehr. Die Horde ist im Anmarsch. Auf eure Positionen. Gibt's gleich einen Big Bang, glaube ich, hier. Warum darf ich das Ritual nicht machen? Oh, warte mal, das ist, glaube ich, ist wieder Inka-Time. Ah. Komm, hier. Und gut, sie castet immer noch. Das scheint anscheinend ein längerer Cast zu sein. Die Horde. Lebt weiter. Ja gut, die können hier alle nix. Loot gibt's auch keinen, weißt du. Was sollen wir mit denen schon anfangen? Achso, wir haben da Prozente. Außer auf Tiernahrung, da gibt's leider nix. Aber sonst auf alles. Was haben wir denn? Ja, da schau, da kommen sie doch. Hier soll doch auch irgendwo der... Also ich meine, der World Boss, hatte ich gehört, soll auch ein Dings sein, ne? Oh shit, da sollten wir vielleicht rausgehen. Der World Boss soll auch ein Baum sein. Kann es sein, dass das einer von denen hier ist? Weil ihr droppt sogar 385er Gear, ne? Also echt nicht schlecht, vor allem das Trinket. Das könnte ganz gut sein. Diese Ungeheuer kommen von allen Seiten.
Das ist aber freundlich von denen, dass sie immer an einer Seite nur gleichzeitig angreifen, ne? Da kann man sich schön drauf einstellen. Ich glaube, der die Kriegsstrategie für die Horde macht, der gehört gefeuert. Ich glaube, also, okay. Aber dafür kommen sie aus dem Nichts. Die haben bestimmt einen Rogue mit Schraub dabei, weißt du? Dass du sie nicht kommen siehst. Was haben wir denn da? Skelettbogenschützen? Und ein paar Monster sie töten, naja. Es erinnert mich so ein bisschen an den Hial, ne? Da kamen ja auch immer so schön die Wellen aus dem Nichts. Das ist zu weit entfernt. Jetzt haben wir hier auch eine mit einer riesen Stangenwaffe dabei. Gut, Maiev hat immer noch ihren Ring da, ne, den sie schon seit WC3 hat. Das Ritual ist beinahe abgeschlossen. Champion, entfesselt das Auge von Elun. Jetzt sollen wir auf einmal helfen. Da Elun! Kul Erath Shul! Kul Erath Sin! Ihr werdet ein würdiger Gegner sein! Oh. Mit uralten Worten wende ich mich an deine unbarmherzigste Phase. Für diese Gabe hier verlange ich, dein dunkelstes Antlitz zu tragen. Oh, jetzt gibt's Laserparty. Nun werden wir Gerechtigkeit walten lassen. Oh ja. Yeah. Nachtkriegerin lebt in mir. Oh, die sieht badass aus. Die sieht badass aus. Die Horde wird erzittern, denn unsere Dunkelheit bricht herein. Ich spreche für mein Volk. Bereit? Jo, wir sind bereit. Maiev, Chandris, bereitet unsere Truppen auf den Kampf vor. Kommt, Champion. Nathanos Pestrufer und zwei Walkür der Banshee-Königin sind in der Nähe. Wir werden sie alle töten. Oh yeah, das gefällt mir. Jetzt ist sie, glaube ich, Sylvanas ebenwürdig. Tyrassil ging in Flammen auf, weil ich Sauerfangs Leben verschont habe. Zahllose Unschuldige wurden ermordet. Ganze Familien in Sekunden ausgelöscht. Die Zeit für Gnade ist vorbei. Oh yeah. Jetzt gibt's keine Gnade mehr. Jetzt ratschen wir da mal durch. Was war das jetzt? Irgendwie so ein... Er ist okay. Nicht hier. Nice. Euer Baum war erst der Anfang. Wir werden diese gesamte Küste für unsere Armee verheizen. Heizen? Okay. Ich konnte mein Volk nicht beschützen. Aber ich werde es rächen. Gut, das war ein netter Effekt, würde ich mal sagen. Das hier bedeutet gar nichts. Irgendwie habe ich das schon öfter gehört, nachdem er besiegt Der wurde, irgendein Boss. Boden, auf dem ihr steht, wird euch verschlingen. Ach, jetzt kommt er mal Furion noch an, in der Bärengestalt. Phase 10. Okay, zwei Phasen haben wir noch. Wir müssen da Thanos Pestrufer finden. Was machen wir mit dem hier? Den lassen wir jetzt einfach stehen, oder was? Lasst uns gemeinsam angreifen. Nein, wartet auf mein Signal für den Angriff. Jetzt haut er wieder ab, oder was? Pestrufer, die Walkür gehören mir. Lasst ihn dort verrotten. Er verdient keinen schnellen Tod. Okay, ja gut, dann lassen wir den da mal verrotten. Was war denn das jetzt für ein Auftritt von Mavurion? Er kommt an, lootet alle? Die Schredder, vor allem, sind die Schredder nicht gerade gegen so Pflanzen gut? Naja, gut. Und dann haut er wieder ab, oder? Das war's dann. Also das war ein bisschen wenig jetzt. Da ist er. Oh, da ist er. Phase 11. Okay, jetzt geht's um alles. Was ist los? Achso, muss sagen, dass wir bereit sind. Alle Wahrheiten offenbar. Oh, ist sie. Das ist nur Thanos. Wenn die Vorbereitungen getroffen sind, können wir mit dem Ritual beginnen. Pestrufer! Oh. Nun,
Das kommt ungelegen. Jetzt kann ich ja eh ihn hier. Komm her hier. Ich taunte den, das ist dem egal. Okay, dann halt nicht. Solch ein Benehmen für eine Königin der Baumelfen. Der Baumelfen? Oder was war es noch gleich, worüber ihr dieser Tage herrscht? Das hier. Oh. Ich bin keine Königin. Ich Baumelfen. Bin die Rache der Kalten. Oh, warte mal, ich habe irgendeinen Buff gekriegt, oder? Ich habe jetzt auf einmal 600k live. Warte mal, das hier. Wir sind gestärkt. Die Baumelfen. Ich glaube, die Tyranne Aeti ist schon langsam weg. Was haben wir hier? Verursacht der Schaden um 200% erhöht, maximale Gesundheit. Warum hat denn der so einen Buff? Warte mal, krieg ich den Buff irgendwie weg? Und wie sieht's mit Tyrande aus? Ja gut, Tyrande, die frisst keinen Schaden. Ne? Caster Tank ist das. Soll ich in der Suppe drinstehen oder eher nicht? Also ich krieg eh keinen Damage. Ich glaube, ich kann im Allem stehen. Das ist vollkommen wurscht. Verfehlt. Okay, ich glaube, das ist so designt, dass du das hier nicht verkackst. Schau mal, ich kriege ja wirklich gar kein Damage. Was ist denn da los? Ich stehe in der Suppe drin. Die schießen auf mich. Es ist mir eine Ehre, irgendwelche letzten Worte, Priesterin. Die Göttin gibt mir Kraft. Ja, wie? Ich will. Ihr endet bald wie eure teure Freundin Syra hier. Oder Syra. Die edle Delarin. Wiedersehen können ja so herzerwärmend sein. Schalkara! Ihr könnt euch nicht ewig vor mir verstecken, Elfe. Hä? Wir kommen nicht allein. Jetzt! Hä, wir besiegen Was? Den gerade und jetzt? Euer Ende ist gekommen. Wir brauchen mehr Zeit. Ich kann das nicht angreifen. Aber ich kann ihn nicht umboxen. Das ist Champion. Konzentriert euch auf die Walküre. Ich kümmere mich um diesen Mörder. Kriegt, glaube ich, eh kein Damage mehr. Zu spät. Seht nur. Was? Graben? Ja, und? Jetzt? Weil er kriegt jetzt eh kein Damage mehr anscheinend. Der ist geschützt, oder? Was hat der da drauf? Ja, 99% weniger Schaden, okay. Oh, die ganzen toten Nachtelfen. Das blutet mir das Herz hier. Also er wird anscheinend durch die Walküren geschützt, oder wie verstehe ich das jetzt? Und ich krieg halt irgendwie auch überhaupt kein Damage, also... seid ihr. Erweckt sie. Oh, warte mal, jetzt ist dann gleich wieder Inka... Aha, ich hab Inka noch ready. Im Namen von Sylvanas, der Banshee-Königin, schenke ich euch diese Gabe. Also Walküren sind schon praktisch, muss ich sagen, ne? Ihr müsst den Schatten in eurem Herzen bekämpfen, Schwestern. Wir haben an euch geglaubt. Das erinnert mich an PDOK hier mit den zwei Walküren. Ich glaube, der vorletzte Boss, ne? Elun hat uns verlassen. Die böse Elun. Für uns gibt es nichts mehr. Wir sind verlassen. Nie wieder! Ashtoribas! Willst du den anderen auch noch umhauen, oder was? Nein! Dunkle Fürstin, verzeiht mir. Hexe! Dafür werdet ihr teuer bezahlen. Rückzug! Warum lassen wir den jetzt in den kommen? Was hat das jetzt alles gebracht? Wir werden nicht entkommen. Ja, komm, Fluggestalt an und auf. Nein, unsere Streitkräfte sammeln sich. Wir werden diese Rechnung ein andermal begleichen. Also ich hätte es jetzt fertig gemacht. Achso, warte mal, ich muss da drauf hüpfen. Tyrande, was ist passiert? Pestrufer ist entkommen. Die Wächterinnen haben aber die Walküre seiner Königin hat dafür mit dem Leben bezahlt. Es ist an der Zeit, unsere Heimat zurückzufordern. Majev, ihr werdet unsere Armee anführen. Ihr schenkt mir großes Vertrauen, trotz unserer Vergangenheit. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Ihr führt unser Volk zum Sieg. Ich stille den Zorn der Nachtkriegerin. Wartet! Wo ist Syra? Ist sie nicht bei euch? Sie... Maiev, ich muss allein mit euch sprechen. Was habt ihr zu berichten? Die Wächterinnen... Die ist hops gegangen, sag's halt frei raus. Eieiei, die Vergangenheit... Ich habe nur einen Bruchteil der Hordetruppen gesehen. Ich werde Dorithurs Sicht mit euch teilen. Um mehr über ihre Stärke zu erfahren.
Okay. Jetzt muss er die Hordenarmee ausspähen. Aber wie? Mit der Eule hier, oder? Ah, oh, fuck it. Ich hoffe, ich komme hier wieder hoch. Ach, was mal hier Tyrande mit der Vergangenheit meint, ist unter anderem die Warcraft-Kampagne, wo sie mit der Brücke abstürzt und Maiev dann hier dem Werten mal vorhin erzählt, dass Tyrande tot ist, ne? Obwohl das gar nicht so die Wahrheit ist. Und noch ein paar andere Geschichten. Aber jetzt spähen wir erstmal hier ein bisschen. Alles? Die ganze Lieferung. Bis auf den letzten Sack Getreide. Nur der hier hat überlebt. Ah, das kenne ich schon, das Video. Mon Samedi. Holt mich noch nicht. Euer Bericht. Wir haben Vorräte zur Kriegsfront gebracht. Genauso wie sonst auch. Leg einen Zahn zu. Die Vorräte müssen noch vor Sonnenaufgang ankommen. Tja, das ist Bärenpower, ne? Und kann ich sowas Cooles nicht? Sagt ihr, dass wir kommen? Das sollen wir ihm so einfach glauben? Kein einzelner Nachtelf vermag so etwas. Oh doch, einer sehr wohl. Einer sehr wohl. Wir halten diese Stellung für die Horde. Die hat einen verdammt coolen Helm, die da hinten, ne? Also ich muss sagen, das war eine geile Questreihe, definitiv. Die hat gebockt. Auch das Szenario? Ja. Ich verstehe nicht, warum wir Nathanos nicht versucht haben, gleich umzuboxen, aber naja, gut, das ist wahrscheinlich, den braucht die Horde noch, sorry technisch, deswegen haben wir ihn angegriffen, aber nicht gekillt, so wie das so oft ist, ne? Aber ich hätte ihn lieber gleich umgeboxt. So, jetzt können wir das abgeben, kriegen unser nettes Achievement, das ist eine Heldentat. Und jetzt müssten wir quasi umbasteln können, das Ganze. So gut wie erledigt. Okay, warte mal, was kommt jetzt hier noch? Jetzt müssen wir noch Bescheid geben zum Angriff, oder? Und danach werden wir mal schauen, dass wir zum Barbier gehen. Ehre dem König, Freund. Ah, jetzt haben wir die Quest, ne? Was kriegen wir? 385 kriegen wir sogar, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Siehe den Ehrenfreund. So, jetzt sind wir mit der Questreihe einmal durch. Jetzt werden wir aber noch einmal, ich weiß, hier gibt es bestimmt auch ein Barbier, ja? Aber wir werden jetzt einmal nach SW gehen, weil da weiß ich zumindest, wo er ist. In Dings bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Einmal nach SW, dann werden wir das mal ausprobieren und mal schauen, ob ich mir wirklich so dunkle Augen machen kann. Beziehungsweise, wir können dann auch mal in den Dings gehen, einen neuen Charakter erstellen, beziehungsweise zumindest in das Vorschaufenster und dann mal gucken, wie das genau aussieht. Irgendwas mit der dunkleren Haut habe ich nämlich auch gehört, dass man kriegen soll, ja, aber da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Sudalode. Aber, wie gesagt, Quest 3 ist ziemlich cool gewesen und ich freue mich schon auf das Horn Pandor dazu. Ob da auch noch was kommt? Warte mal, nee, der war noch mal eins weiter, ne? Ah, hier war der, genau. Da war der. Jetzt gucken wir mal, was wir da Schickes machen können. So, was haben wir denn hier? Also, wir haben Gesicht. Nee, das möchte ich nicht ändern. Frisur? Nee. Haare?
Nee, Tätowierung. Hautfarbe. Ah! Schau mal an. Es ist quasi beides. Haut und Ding. Also wenn du so ein dunkler Elf... Das macht natürlich schon... Warte mal, jetzt gehe ich nochmal raus, weil ich jetzt ein paar Sachen... Ach nee, rücksetzen. Also quasi kannst du das jetzt so machen. Okay. Das machen wir doch. Was? 300 Gold kostet der Spaß. Mal gucken, wie das jetzt aussieht mit dem Helm. Jetzt habe ich halt keine Okay, warte mal, ich bin ewig nah drin. Jetzt habe ich halt keine leuchtenden Augen. Doch, okay, die Augen leuchten immer noch ein bisschen. Warte, wir müssen mal den Helm absetzen und gucken wir uns das mal ein bisschen genauer noch an. Warte mal, ach, der Helm leuchtet, oder? Ach, das waren nie die Augen, das war der Helm, der leuchtet. Ah, okay, gut, dass ich das jetzt auch mal rausfinde. Es sieht natürlich schon badass aus. Es geht so ein bisschen mehr in Undead-Richtung, ne? Coole Sache. Ja, gut, ich würde sagen, dann sind wir jetzt soweit durch. Ich werde mir jetzt die Warfront mal angucken. Vielleicht mache ich da jetzt auch noch ein Video von. Und sonst sehen wir uns spätestens beim Hordenpandor oder bei anderen Videos wieder. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne wieder reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.